Einen wunderschönen guten Abend euch allen zusammen. Hallo Nordic, hallo Mauli, hallo Janie, hallo anderen Lurker, die auch schon da sind. Ich bin heute auch einfach nochmal wieder da. Einfach so. Und wir spielen einfach noch ein paar Beginner-Fangames, bevor wir morgen mit Celeste anfangen. Das erste habe ich mir jetzt schon rausgesucht. Ich habe einfach eins von denen genommen, die da waren, die ich runtergeladen hatte. Ich habe nicht nochmal vorher geguckt, was für eins das war. Das werden wir gleich wieder rausfinden, nicht wahr? Sollte ja nicht zu furchtbar werden. Ist ja ein Beginner-Fangame, ne? Hallo Mingro, schönen guten Abend. Ich kann dir nicht sagen, warum nicht dein Internet hast, Jenny. Ich weiß das auch nicht. Ich kann da leider auch nichts gegen machen. Das ist die andere Sache. Hallo Fischer, auch dir einen schönen guten Abend. So, ich würde auch sagen, wir fangen einfach mal direkt an. Ein Streamer Montag, ja. Ein Streamer Montag. Das siehst du richtig. Mir war danach. Nee, da steht nicht I wanna be the anime. Das steht da leider nicht, Nordic. Tut mir leid. Nicht ganz. Also bis jetzt ist ja noch nicht schwer, ne? Okay. Oh Gott, der läuft von alleine. Anhalten kann ich nicht, nee. Hallo Katobat, schönen guten Abend. Sehr gut. Kann er doch nicht einfach machen, einfach von alleine loslaufen. Ist doch furchtbar. Und einfach nicht damit aufhören. Ich bin über die Kante gelaufen, sehr gut. Ja, aber normalerweise kann man in Scrolling-Leveln trotzdem noch selber laufen, ne? Hier habe ich ja nicht mal eine Wahl dazu. Oh Gott. Hallo Mariechen, schönen guten Abend. Ich hab's gleich. Okay. Ich bin wieder zu spät losgesprungen. Sehr gut. Nee, eigentlich nicht. Fühlt sich für mich jetzt zumindest nicht so an. Das sieht wahrscheinlich einfach nur ein bisschen komisch aus, weil die Laufanimation in der Luft bleibt, aber sonst. Es fühlt sich nicht wirklich anders an. Bis jetzt. Oh Gott, ich bin voll reingesprungen. Ja, gibt definitiv Schöneres, als auf dem Handy zu tippen. Das stimmt wohl.
Okay. Das war unfair. Da ist einfach der obere losgeflogen und nicht der, der auf meiner Ebene war, wie bei den anderen beiden. Ups. Ihr macht doch auch noch irgendwas, oder? War ja klar. Das war auf jeden Fall falsch. Okay, da festhängen bleiben und dann hochspringen, es funktioniert auch nicht ganz so gut. Also schon direkt da hoch. Dass ich direkt weiterspringen kann. Ich wollte nicht direkt nochmal springen. Es kann auch sein gelassen werden, ne? Aber warum denn? Wenn es mehr wären, oder wenn es mehr wären, wäre es ja auch unpraktisch. Wenn es weniger wären, natürlich nicht. Okay. Ich glaube, hier ist Ende, ja? Plumps. Jetzt sind wir auch noch unter Wasser. Ups. Ich glaube, ich gehe hier lang. Ups. So schwer ist das hier eigentlich auch noch nicht, besonders mit... Wobei, halt nicht so oft bis jetzt mit Wasserphysik gespielt, deswegen... Ich darf mich erstmal dran gewöhnen wieder. Dann darf ich auch sterben. Wobei, ich brauche keine Ausrede, um in Fangames zu failen. Ich brauche allgemein keine Ausrede, um rumzufailen. Ihr tötet mich doch auch, oder? Bestimmt. Wir müssen es jetzt gar nicht ausprobieren, ob die uns töten. Oh, guck mal, Quallen mit schlafenden Gesichtern. Aber ja, die Musik ist, die ist wirklich chillig hier.
Das stimmt wohl. Okay, das hat gepasst. Ich war mir nicht ganz sicher. Okay. Also warum man den Weg in der Mitte freiwillig lang gehen sollte, weiß ich jetzt nicht. Der wird doch ewig dauern. Oh, guck mal, Haie. Ups. Hilfe. Okay, passt. Oh, okay, das passt auch noch. Schrecklich. So viele davon. Okay. Wow. Okay, nochmal zwei von den Viechern getötet. Das schießen sie auch einfach mit Äpfeln nach uns. Oh, ich komme aus dem Wasser raus. Ist ja langweilig. Okay. Jetzt fang... Huch, ich bin gar nicht gestorben. Jetzt fangen wir wieder so an, ja? Okay. Das bekomme ich hin. Wenn ich denn aufhören würde, Quatsch zu machen, dann auf jeden Fall. Oh Gott. Ich glaube, da kann ich einfach rüberspringen, nicht wahr? Ja. Na, das stimmt. Ist nicht jeder so, dass er dann Sarkasmus versteht, nur weil er erwachsen wird, ne? Okay, mit der Kugel habe ich jetzt absolut nicht gerechnet. So eine haben wir bis jetzt noch nicht gesehen. Ich bin wieder darauf reingefallen, ich bin zu weit nach vorne gegangen. Jetzt komm schon, dankeschön. Ich kann da auch einmal nochmal zwischenlanden. So ist ja nicht. So nicht, Freundchen. Ich bin nicht weit genug nach rechts gegangen. Jetzt bewegen sie sich einfach nach links und rechts. Geht ja mal gar nicht. Der kam aus dem Boden raus. Nee, der fiel da einfach runter. Wenn man auf Fallen mehrfach reinfällt, weil man sich einfach nicht merkt, was sie machen. Sehr gut.
Oh Gott. Ist da irgendwas oder nicht? Hallo Becky, schönen guten Abend. Der Sprung war nicht weit genug. Wow. Kann ich aufhören mit dem Quatsch? Das wäre voll cool. Wow. Ich sagte, ich möchte aufhören mit dem Quatsch. Das hier ist nicht schwer. Also sollte es zumindest nicht sein. Okay. Geh weg, ich weiß deinen Namen. Ich weiß nicht mehr, wie du heißt, aber geh weg. Ein Schneckmack. Okay, so war der Name von dem Pokémon. Ich wusste es nicht mehr. Oh. Hä? Der Block wird einfach rot, wenn ich draufstehe. Und irgendwann sterbe ich, ja? Oh Gott, ich hab mich getötet. Nee, hab ich nicht. Aber da komme ich nicht hoch. Hä? Wo muss ich lang? Warte, der ist ein bisschen höher, der Block. Vielleicht komme ich so da hoch. Nee, das reicht auch nicht. Ups. Kann ich aufhören, da reinzuspringen? Was ein Quatsch. Einfach nicht so hoch springen, oder wieder gar nicht. Kann ich hier irgendwo... Ah. Der Spike hat sich bewegt. Meh. Okay. Wow. Einfach wow. Wie gemein. Huch, das war einfach dumm. Aber okay, wir wissen jetzt, der Spike fällt erstmal runter. Ich wollte gerade sagen, wo soll ich denn hin? An die Kante zu springen hätte auch nicht gepasst. Oh, warte. Ja, ich darf nicht auf alle Blöcke, wenn ich da runter will. Weil ich da wieder raus muss und die auch rot werden. Uncool. Okay. War jetzt auch ein bisschen knapp. Guck mal, die Anzahl von den Kugeln ist auch wieder ungerade. Sind die immer? Auch die Kirschen vorhin eben. Na, das ist, glaube ich, eigentlich eher unter einem der Adventure- oder Gimmick-Games auf der Seite gelistet. Ich bin mir gerade nicht sicher. Oh, das war nicht gut. Ja, ich bin tot. Ich komme dann nicht wieder zurück. Dann lass es dir schmecken, Maul. Huh?
Oh, ich muss mir den Block freihalten, dass ich da hochkomme. Oh Gott. Mist. Das habe ich nicht bedacht. Also so. Ich bin an die Decke gesprungen. Bist? Okay, das war einfach nicht weit genug. Oh, ich habe den Block berührt, habe ich gar nicht mitbekommen. Es reicht ja auch schon, wenn ich die Blöcke von der Seite berühre, dass sie anfangen zu glühen. Huh. Ist nicht so gut. Ich bin von der Kante gelaufen. Hallo Marc, schönen guten Abend. Ich hab wieder die Decke berührt. Verdammt! Lass mich doch einfach da hoch. Ah. Hallo Weixer, schönen guten Abend. Okay. Tschüss, Block. Da war noch einer, Mist. Hört doch auf damit. Könnt ihr doch nicht machen, mich jetzt hier mit der Umgebung zu töten. Ach, der Block wird natürlich auch rot. Oder überhaupt erstmal wieder. Ja, die Musik kommt aus dem Spiel. Okay. Er kommt aber, glaube ich, auch immer auf den Menschen drauf an, ob da Trinken gut tut oder nicht, ne? Ihr geht einfach auseinander, wie nett. Das macht den Sprung ja sogar einfacher, wenn ich das gewusst hätte. Ach Gott. Schrei mich doch nicht an, auch wenn das nicht so laut war. Verdammt. Ich hab's ja mit Final Fantasy nicht so, aber die Musik ist trotzdem gut. Oh Gott. Die fangen auch schon wieder alle an zu glühen. Machen wir das doch so. Oh, pff.
Ich habe ich nicht vergessen, dich jetzt auch nicht. Was kommt noch? Sehr gut. Was ein Quatsch. Huch. Nicht hier fertig? Sieht bald so aus. Hier kommt doch noch irgendwas. Wobei, dann wäre davor bestimmt noch ein Safe gewesen.
könnt ihr euch bei Jenny für bedanken. Sie hat mir das Spiel geschenkt. Und dann, weil das Celeste ist, muss ich das dann doch auch schon direkt spielen, wa? Also jetzt dann halt morgen, wenn ich normal Stream hätte. Genau, Deathlexi. War das. Hä? Will ich da lang? Okay, dann will ich halt da lang. Guck mal, ein Kuchen. Kann ich den berühren? Er tötet mich. Natürlich tötet er mich. Was erwarte ich denn? Jetzt sag das doch nicht. Ich habe gestern einen Screenshot schon in Discord gepostet in meinem Server. Also da wüssten sie es sowieso. Was denn? Die Donuts will ich jetzt gar nicht berühren. Die töten mich doch bestimmt auch wieder. Warum hasst du mich denn? Ich mach das immer so. Genau, warum schenkst du mir ein Spiel, wenn du mich hast? Guter Einwand. Ja, dafür hat Becky hier aber auch schon fleißig Subs verschenkt, nicht wahr? Auch wenn sie jetzt selber nicht ist, die Bonbons sind nach oben geflogen. Weil du blöd bist, ja, das war dann gut für mich. Ich hab jetzt Celeste, wa? Ups. Also habe ich nichts dagegen, dass du blöd bist. Sagen wir es so. Du tötest mich doch gleich auch wieder irgendwie. Ja, außer ich springe rein, dann töte ich mich schon direkt selber am Kuchen. Oh, hallo. Immer wieder gerne. Vielen Dank für das Subgift an Becky Weixer. Vielen, vielen Dank. Weixer ist auch ein ganz lieber, nicht wahr? Oh Gott, ich bin tot, weil ich nicht weit genug nach links gedrückt habe. Vielen, vielen Dank dafür. Huh? Ah, das war zu weit. Okay. Jetzt. Bin einfach wieder über die Kante gelaufen. Das kann ich auch viel zu gut. Will ich hier überhaupt lang? Sieht nicht richtig aus. Nee, ist es nicht. Hui! Auf den Kuchen gefallen, sehr gut. Dann will ich da hoch, ne? Ja.
Ich glaube nicht. Genau, das mache ich dann und natürlich... Oh, hi. Dann höre ich natürlich auch auf, die auf YouTube hochzuladen, damit das auch, damit der Plan auch funktioniert. Ist ja klar. Aber das Feature gibt's ja schon ewig. Warum Leute das machen, verstehe ich zwar auch nicht, aber ja. Huch. Weil was hast du denn davon, wenn du die Past Broadcasts auf Sub-Only stellst? Wenn dich Leute dann mal offline irgendwie irgendwo her entdecken, können sie doch nicht mal gucken, ob das was für einen ist. In meinen Augen ist das halt echt kontraproduktiv. Okay, sie sind tot. Okay, es ist auseinandergegangen. Hallo Zeilo, schönen guten Abend. Naja, wenn ich von irgendwem mal offline mitbekommen habe, habe ich zumindest mal reingeguckt. Wenn auch nicht viel. Und wenn ich das dann nicht kann, dann... Irgendwie ist es mir dann eh schon unsympathisch, so ein bisschen. Weil warum? Das... Was bringt dir das denn? Die Past Broadcasts auf Sub-Only zu machen. Und das sind ja nicht nur die Past Broadcasts, das ist ja auch Highlights und alles. Das ist, fällt ja alles zusammen. Das geht ja nicht extra. Hallo Hashtag, schönen guten Abend. Okay, ihr seid nicht hoch. Hier ist ein Dingblock. Und da ist noch einer. Oh, dich kann ich nicht wegschießen. Dass ich halt einfach PBs jetzt nicht nochmal extra so hier hochladen kann, ohne da halt dieses Premieren-Kram mitzumachen. Wo die dann erst noch gestreamt werden und dann mit dem ganzen Quatsch drumrum sind. Und ich dann auch noch hoffen muss, dass ich da, während die Premiere ist, ich Encoding, also halt Quality-Button bekomme, damit es auch unterschiedliche Qualitäten hat. Das ist halt irgendwie totaler Quatsch. Lass mich doch einfach hier weiter Videos hochladen. Da muss ich jetzt doch wieder Highlights schneiden, wenn ich Speedrunne und PBs mache, anstatt das hochzuladen. Auch wenn es mir mit Hochladen doch lieber gewesen wäre. Ich habe gar nicht geguckt, habe ich heute eigentlich wieder oder nicht? Also Qualitätsoption. Letztes Mal hatte ich ja wieder keine. Okay. Hatte ich nicht vor. Hatten wir die Frage nicht schon mal? Ich glaube, ich weiß nicht, ob du das warst, aber mich hatte das irgendjemand letztens schon gefragt. Ich glaube, während Snake Pass war das sogar noch. Ist jetzt nicht was, was unbedingt in meinen Interessenbereich fällt, würde ich sagen. Okay, ich warte. Wenn du das sagst. Okay.
Mist. Aber du kannst es halt jetzt immerhin, Jenny, weil sie da sind. Wenn sie nicht da wären, könntest du dann ja wahrscheinlich jetzt nicht mal wirklich gucken. Was ist mit einem Wiki? Ah, okay, das passt so nicht. Ich muss es ausprobieren. Ich habe zwar das Gefühl, dass hier unten eine Falle ist, weil das zu einfach wäre, da dran vorbeizukommen, ne? Aber... Ja, okay. Sehr gut. Ich musste es ausprobieren. Ich musste wissen, was da ist. Oh, da ist ein Trigger. Hier unten, den habe ich noch gar nicht gesehen. An den komme ich ja dran. Der macht... Ich wollte da auch echt versuchen, durch die Sprünge, die da sind, durchzukommen. Das hätte doch ewig gedauert, bis das funktioniert hätte. Die nehmen mir doch da bestimmt einiges an Spikes jetzt weg, ne? Es nimmt sogar... So gut wie alle weg? Außer die? Okay, die gehen weg. Ich hab's mir schon fast gedacht. Okay, dann ist das halt kein echtes Portal, dann gehe ich halt weiter. Ich weiß, welches Video du meinst, Marc. Oh, guck mal, das sind 6 Äpfel. Das ist meine gerade Anzahl. Hier kann ich doch bestimmt auch nicht wieder außen rum, oder? Besonders nicht, wenn ich da einfach in die Dinger reinspringe. Ding. Okay, kein Ding. Oh Gott, habe ich mich erschrocken. Fuck. Hier auch? Okay. Alter! Ich wusste das doch nicht. Ich hab doch keine Ahnung. Ich hab mich doch auch total erschrocken. Hier lang? Oh ja. Da komme ich noch nicht durch, ne? Nee. Also mindestens ein... Oh, da kommt was. Ich habe auch noch Zeitdruck. Ist ja furchtbar. Aber da komme ich theoretisch. Ich könnte auch noch da abkürzen durch die kleinen Lücken da, aber das müsste auch so noch reichen. Ja, okay, das passt noch. Sie ist zum Glück nicht sehr warm. Wir können da einfach ganz nah dran sein. Solange wir sie nicht berühren, tötet uns diese Sonne da nicht. Also ich habe mich definitiv erschrocken. Weil ich damit über... Ich habe eher wieder mit Dingblöcken gerechnet, aber nicht mit sowas.
Ach, guck mal, wie niedlich. Aber ich konnte ja auch nicht wissen, dass das so laut ist, ne? Das hätte ich ja nur wissen können, wenn ich das Spiel schon mal vorher gespielt hätte oder gesehen hätte wenigstens. Oh Gott, ich bin zu hoch gesprungen. Oh. Stimmt, ich habe ja so gesaved, dass ich direkt in das Portal falle. Ich habe es auch schon ich habe auch schon ewig nicht mehr im Füller geschrieben. Das wäre bestimmt jetzt auch wieder total ungewohnt. Aber leserlicher war es, glaube ich, damals auch schon noch, bis ich dann irgendwann angefangen habe, mit Kuli zu schreiben. Ich glaube, meine Schrift war da schon zumindest noch etwas besser. Wenn auch nicht viel. Ding. Oh Gott. Ich wäre jetzt fast noch einfach gefallen. Hey. Geschafft. Was haben wir da? Press W key to return to this map. Okay. Ah, ich könnte jetzt nochmal zu den ganzen Welten hin, ja? Okay. Hallo Nico Boy, schönen guten Abend. Ja, ich bin der Animus. Ich hab's geschafft. Ich bin auf dem Weg, der Animus zu werden. Auch nur 150 Mal gestorben. da. Stopp das. Ja, das war's schon. Das war alles. Deswegen nehmen wir dann jetzt direkt auch ein anderes, würde ich behaupten. Nachdem ich das verschoben habe, dass ich weiß, dass ich damit fertig bin. welches nehmen wir denn jetzt mal? Hallo Dragula, schönen guten Abend.